Hallo Follower. Hallo. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Max, und ja? Wie geht es dir? Oh, nicht so besonders. Bist du erkältet? Ja, ein bisschen. Ich habe Schnupfen, aber ich habe keinen Husten und der Kopf tut mir weh. Sag mal, hast du Fieber? Nee, ich glaube nicht. Gliederschmerzen? Nee, auch nicht. Das ist wohl keine Grippe. Wirklich? Mhm, glaub mir. Trink viel Wasser, Tee mit Zitrone, Milch mit Honig. Okay. Iss viel Knoblauch. Erhole dich, lege dich ab und zu aufs Sofa, relaxe. Oh, ja, danke für die Ratschläge. Das hilft. Aber das werde ich auch machen. Aber das ist heute eigentlich nicht unser Thema. Mhm. Wir wollten nämlich heute über Gesundheit. Nein, nicht über Gesundheit sprechen, sondern das Thema ist heute Mode. Mode? Wirklich? Interessierst du dich denn für Mode? Ja, natürlich. Schau dir mal den Schal an. Wie gefällt dir mein Schal? Sehr trendy, oder? Ja. Weißt du, schön an der Mode ist, dass jeder durch Mode seine Persönlichkeit ausdrücken kann. Und man muss dabei nicht teure Klamotten kaufen oder einen unbequemen Anzug oder eine Krawatte tragen. Man kann das tragen, was man möchte. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Übrigens, ich finde, dein Blazer in Rot ist wirklich unglaublich schön und steht dir verdammt gut. Danke. Ist der so schön wie dein Schal? Ehrlich, dein Blazer ist viel schöner, Das finde ich auch. Max, du interessierst dich also für Mode. Was ist denn in dieser Saison so in? Ja, das kann ich euch und dir gerne sagen. Ich lese nämlich einen Fashion-Blog und in dem steht, dass in dieser Saison starke, grelle Farben angesagt sind. Violett, Orange, Neongrün, tiefes Blau zum Beispiel und Sweatshirts oder Schals in Grau mit Neonmotiven sind auch in. Echt? Wirklich? Das wusste ich nicht. Ich gehe jetzt übrigens gleich in eine Boutique, weil ich mir so ein Sweatshirt kaufen möchte und vielleicht kommst du ja mit und zeigst mir, wie es passt. Ist die Boutique weit? Nee, die ist ganz nah, die ist gleich um die Ecke. Gut, dann komme ich mit. Na gut, also dann, bevor wir einkaufen gehen, fassen wir noch den Wortschatz für heute zusammen. Dobrze, to podsumujmy słownictwo z dzisiejszego odcinka. Oto, czy coś nam pasuje? Zapytamy na przykład. Passt mir der Schal? Steht mir der Schal gut? A swoją opinię wyrazimy słowami? Max? Der Blazer steht dir sehr gut. Der Schal passt zu meinem Outfit. Ich finde dein Outfit super. Danke, oder? Das Kleid finde ich nicht so toll. Es steht dir nicht so gut. Es ist zu eng. Es ist zu weit. Es ist zu kurz. Es reicht. Wir wünschen euch viel Spaß an Mode. Genau, seid modisch und drückt eure Persönlichkeit aus. Ja. Und wir gehen jetzt und schauen uns das Sweatshirt an. Okay. Drückt mir die Daumen. Ja, also das werde ich auf alle Fälle in Orange kaufen. Das ist der allerbeste Color.